Hey Leute, ich bin's Conny hier und heute spielen wir Get a Snack at 4 AM. Ich klicke mal auf Play, das Spiel wurde mir von Roblox Victor empfohlen. Er sagte, ich soll das einfach mal spielen, also mache ich das jetzt auch. Ich gucke einfach mal rein, worum es hier überhaupt geht. No Shoplifting allowed, also man darf nicht stehlen. Shoplifting ist halt in einem Geschäft stehlen. Gut, hier unten gibt's Credits und den Changelog. Ich gehe mal auf die Settings. Tech Speed, alright, viele Settings gibt's nicht. Musik kann ich auf jeden Fall nicht ausstellen. Ich lasse die Musik mal an, ich hoffe, ich werde dafür nicht geclaimed. Drücken wir auf Play. Welcome Roblox Conny. Willkommen Roblox Conny. It's me, your self-conscious. Alles klar. I'm interrupting your sleep to say that you're starving. You honestly can't sleep in this condition. I just try to be sneaky about it, okay? Also, anyway, you're waking up. I'll see you soon. Okay, also ich, mein Bewusstsein hat mir gerade gesagt, ich verhungere gerade. Oh Gott, die Mausempfindlichkeit ist so ultra hoch. Ich kann es nicht besser machen. Meine Mausempfindlichkeit ist viel zu hoch. Damit komme ich gar nicht klar. Aber ich bin in der Ego-Perspektive und ich kann es nicht ändern. Warum ist diese hoch? Objective, get a snack at 4 AM. Aber 4 AM ist schon vorbei. Es ist schon 4 Uhr 5 ist es schon. Oh mein Gott. Auf jeden Fall. Ja, ich muss einen Snack getten, sonst verhungere ich. Wir haben ein richtig schönes Zimmer. Das hat richtig oldschool Roblox-Vibes, aber ich kann nicht springen. Wer ist denn da drunter? Hallo? Press Control to relock it. Ah, you locked your mouse. Interessant, okay. Statue Collection. Ich kann Statuen collecten, okay. Garbage. Magic Trash Can Throw Away Item. Was für ein Item? No Item, okay. Ich kann Ticks aufsammeln. Yeah, Ticks. Wisst ihr noch damals, als Robux noch Ticks waren? Ich weiß es nicht. So, Licht anmachen. Tür öffnen. Ah, Peter. Du hast bestimmt kein Problem damit, wenn ich dir die Ticks wegnehme, Flamingo, oder? Sehr gut. Hier hat jemand, Bro, ein bisschen für Unordnung gesorgt. Da hängt sogar eine Topfpflanze an der Decke. Oh, da ist Cash auf dem Boden. Robux, Robux. Ja, Mann. Mastery of Skipping Time. Cheatcodes. Ich will die Cheatcodes lesen, please. Und da oben ist Among Us. This is a book. Cool. Aber hier auch mal Licht an. Können wir hier auch Licht anmachen? Hier gibt es kein Licht anzumachen. Doch hier. Ah, sehr gut. Carpet. Haha, danke, dass du mir sagst, dass das ein Teppich ist. Chips von Hoops. Essen. I got chips. Ich habe einen Snack. Ich habe es doch geschafft. Kann ich hier machen? Ich kann hier Drinkspot, Place Item und Plate. Place Item. Ich place jetzt die Chips. Ich heb sie wieder auf. Okay. How to make good breakfast. Also wir müssen ein Egg bekommen, ein Ei bekommen. Dann müssen wir das Ei kochen. Das Ei muss auf den Teller. Dann muss Orangensaft hier rauf. Und dann darf ich es enjoyen. Okay, dann machen wir uns erstmal ein Ei. Thanks for playing. Nein, ich würde niemals meine Chips wegwerfen. Gucken wir erstmal in den Kühlschrank. Bloxy Cola immer. Inventory full. Darf ich die Chips wieder wegpacken, please? Ah, vielleicht möchte ich meine Chips nicht verbrennen. Oh, Geld, Geld. Pick up. In Klammern, please do not. Okay, die hebe ich erstmal noch nicht auf. Aha, ich muss die Chips wegpacken. Okay. Gucken wir mal rein. Wir haben hier die Bloxy-Cola, ein paar Robux und da oben, Entschuldigung, da wurde wohl ein Kopf eingefroren. Ich mach mal den Kühlschrank wieder zu. Woher kriege ich jetzt ein Ei? Also wir haben hier eine ganz normale, eine ganz gewöhnliche Orange und eine Ananas. Und Mario und Luigi, wie sie das Mushroom Kingdom betreten. Machen wir hier auch mal Licht an. Warte, wenn ich auf den Kuchen drücke, bin ich fertig? Ich habe den Kuchen angeklickt. Nichts passiert. Okay, nichts passiert. Ich habe nur raufgeklickt, da kamen Effekte raus, das war's. Oh, Ticks, noch mehr Ticks. Kann ich hier den Fernseher anschalten? Ich will Fernsehen. Angie will Fernsehen. Ich könnte die Door öffnen. Ah, ich weiß noch nicht, ob ich da hin will. Vielleicht gehe ich erstmal in diesen Raum hier. Das wird ja safe das Badezimmer sein, oder? Oh ja. Meine Vaterfigur. Meine Vaterfigur liegt in der Badewanne. Schläft er? Wake up, er schläft. Ich könnte Dad aufwecken, aber er schläft. Es ist 4 Uhr morgens. Ich könnte diese Gun picken. Oh, das dauert richtig lange, die Gun zu picken. Oh, ich stehe das durch. Ich nehme die Waffe mit. Ich will die Waffe aufheben und ihr werdet mich nicht daran hindern. Ich sehe es irgendwie kommen. Ich stehe das jetzt durch. Heb die Waffe auf. Oder am Ende so, Bro, du solltest die Waffe echt nicht aufheben. Oder ich erschieße mich einfach selbst. Ich werde die Waffe aber aufheben. Ihr könnt mich nicht daran hindern. Nicht, dass ich damit etwas anstellen wollte, aber ich finde, eine Waffe sollte nicht einfach so auf den Badezimmerboden liegen. Das ist gefährlich. Das ist unverantwortungsvoll, Dings. Und was ist da links für ein Loch in der Wand? Das will ich mir auch angucken, aber ich muss erstmal die Waffe aufheben. Bald, bald. Please. Und wir haben, for some reason, the gun requires 100 cash to pick up. Dankeschön, dass du mir das sagst. So, hier nehmen wir noch ein bisschen Cash raus. Colgate, ich nehme jetzt erstmal die Zahnpasta. Kann ich die Zahnpasta auf die Zahnbürste machen? Nee. Doch so? Nein, nicht. Oh, ich will keine Zahnpasta. Gut gemacht, Roblox Conny. Du hast es geschafft, die Zahnpasta zu trinken, aber die Chips nicht zu essen. Okay, der Entwickler sagt, dass er denkt, dass Colgate-Zahnpasta dich nicht wirklich tötet, wenn du sie isst. Aber man sollte sie trotzdem bitte nicht essen. Ja, Leute, esst bitte keine Zahnpasta, die ist zum Zähneputzen da. Danach solltet ihr sie wieder ausspucken. Wir fangen nochmal von vorne an. Jetzt habe ich wieder 0 Cash. Oh, Toothpaste. Ach, hier sind... Ach, für alle Endings gibt es dann Trophäen. Oh, dann gehe ich jetzt richtig auf Trophäenjagd. Jetzt weiß ich ja, was abgeht. Boah, jetzt wird hier so richtig durchgespeedet. Ich hole mir jetzt alle Endings. Okay, so, alle Endings. Die Bilder tauschen random aus? Wie geil ist das denn? Das liebe ich. Ich liebe es, dass hier neue Bilder drin sind. Oh, das finde ich so gut. Außer das Bro. Ja, aber hier denke ich mir auch wirklich Bro. Ich sollte jetzt kein Geld sammeln. Ich glaube, Geld sammeln mache ich, nachdem ich alle möglichen
Essen-Sachen hier schon gegessen habe. Erstmal die Chips essen. Got Chips. Objective, go back to the bed. Ja, Mann. Ich gehe zurück ins Bett. Papa? Papa? You woke me up. Ja, ich will jetzt nur schlafen gehen. I could hear you opening and eating the chips. Aber sie... Ich hatte Hunger, ich war verhungert, Daddy. Dad got mad. Retry. Okay, also wir dürfen keine Chips essen, weil wenn wir Chips essen, dann weckt das unseren Vater auf. Alright, alright. Annoying Orange. Okay, das ist ein Zeichen. Wir kümmern uns jetzt um die ganz normale, um die ganz gewöhnliche Orange hier. What have you done? Aber please, hallo? Okay, Ending Orange. Oh. Okay, Retry, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Die Orange lässt mich nicht essen. Okay, ich darf die nicht essen. Bro. Hier hängen auch neue Poster. Ich liebe es, mir die Bilder zwischendurch anzuschauen. Oh, das hat sich jetzt auch geändert. Grunde genau dieselbe Aussagekraft. Nur, dass die Katze in die falsche Richtung schaut. Gehen wir mal wieder hier hin. Wir haben nämlich noch nicht die Ananas gegessen. Oh, okay, die, ich kann das andere Obst nicht essen. Ich kann nur die Orange essen und die sollte ich nicht aufheben. Okay, komm, ich esse jetzt vom Kuchen. Ich klicke jetzt so oft auf den Kuchen, bis da was passiert. Komm, wie oft muss ich noch auf den Kuchen drücken, bis was passiert? Hm? Und jetzt kommen wir nicht mit, das ist Minecraft-Essen. Das kann, geht in Roblox nicht, daneben nicht. So, ich trinke eine Bloxy-Cola. Die trinken wir. Geil. Zurück ins Zimmer. Ah, nee. Ich muss ja einen Snack essen. Den Bloxy-Cola ist ja kein Snack. Heißt das, ich muss jetzt wirklich... Ja, ich pick up am besten ein bisschen Cash. Ich muss einkaufen gehen, weil wir finden hier keine Eier. Und ich muss offensichtlich Eier holen. Also schnell ein bisschen Cash mitnehmen. Komm, hier ein paar Ticks. Papa hat bestimmt kein Problem mehr mit, wenn ich ein bisschen Cash mitnehme. Ich hoffe, irgendein Geschäft hat hier um 4 AM noch geöffnet. So, mitnehmen. Die Ticks auch noch. So, jetzt habe ich, glaube ich, alles Geld, das man so holen kann. Warum... geht das Regal da durch? So, und wir gehen jetzt einkaufen. Habe ich mich überhaupt angezogen? Trage ich mein Pyjama? Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, hey, was macht Conny da draußen? Aber ich bin jetzt in der Third Person. Haben wir was im Briefkasten drin? Ich will reingucken. Darf ich nicht? Okay. Okay, ich kann hier nicht nach links und rechts gehen. Also folgen wir einfach mal den vorgegebenen Weg und sammeln dabei noch ein paar Ticks ein. Man weiß ja nie, wie viel Geld man gebrauchen kann. Man weiß ja nie, wie viel so ein Ei kostet. 24 Hours geöffnet. Okay, ich gucke noch ein bisschen weiter, ob es hier noch was zu entdecken gibt. Wie zum Beispiel die Puppe da unten, die ich nicht aufsammeln kann. Okay, das sind die Borders. Also muss ich hier hin. Out of order. Feed me sodas. Oh, feed me sodas? Ich glaube, ich nehme mal eine Loxy Cola beim nächsten Mal mit und steck die in die Vending Machine rein. Alright. This is a placeholder. I don't plan on changing. Lol. True. Ein bisschen was mitnehmen. Throw array item. Okay, nee, erstmal hier Robux pick up. So, hier unten ist auch ein bisschen Soda, aber die darf ich nicht aufheben. Die ist leer. Okay. Und hier steht ein richtig nicer Prius. Ui. Ist das ein Prius? Ich habe keine Ahnung. Korrigiert mich bitte. Hi, welcome to a generic convenience store. We are open 24 hours. Ja. Place an item here and talk to me to purchase it. Danke, Bruder. Ich glaube, dir geht's auch nicht mehr so gut, oder? Okay, Rich Brew und Bloxy Cola. Dann gibt's hier einen Fridge da oben. Okay. Der steht auf dem Kopf. Ja, der steht auf dem Kopf. Der hier steht auch auf dem... Nee, der steht nicht auf dem Kopf. Alles gut. Out of order. Due to being too cold. Okay. Ah, ein paar Ticks mitnehmen. Schön. Liegt einfach... Oh, Pickup. Den sollte ich vielleicht noch nicht aufheben. Aber es gibt noch so viel, was ich hier machen kann in dem Spiel. Ich muss hier mich beeilen. Orange Juice ist gut. Den brauche ich ja sowieso noch. Ja, yeah, I like money. Ich habe 100 Cash. Dann pick up ich hier erstmal die Eggs. Und Shoplifting ist nicht erlaubt. Also, entschuldigen Sie, ich möchte dieses Ei kaufen. $25? Für ein Ei? Ja, gerne. Thanks. Okay. Darf ich die... Okay, ich muss erstmal das Ei nach Hause bringen. Schnell. Schnell, mir ist kalt. Warum ist draußen so kalt? Na, ich trage auch ein cooles Basecap. Yeah. So, dieses Ei hier, das packen wir erstmal hier auf den Teller. Und dann hole ich noch schnell ein Orange Juice. Weil wir wollen ja ein perfektes Mahl haben. Guten Tag. Einmal Orange Juice. We do not longer sell Toothpaste and Orange Juice together. Also müssen wir scheinbar auch noch für ein weiteres Ende Orangensaft und Zahnpasta gleichzeitig konsumieren. Eis geht nicht, weil das ist ja out of order, weil es zu kalt ist. Gut, platzieren wir hier den Orange Juice. $30 für einen Orangensaft? Na, ist bestimmt Bio. Time left until break. Was für Break? Aber, Sir, wie lange dauert denn die Break? Entschuldigen Sie, I'm on a break. Ja, aber Bruder, ich brauche jetzt den Orangensaft. Okay. Ich bin noch so früh gekommen, wie ich konnte. Ach, der kommt nicht mehr aus der Pause zurück. Weißt, dann müssen wir jetzt den Shoplifter machen, ne? There's no cashier. Okay, wir gucken jetzt einfach mal hier rein. Dude, was ist das denn für ein Riesenzimmer? Einfach Freddy, wie schön. Okay, ich kann hier nicht pushen. Immerhin, immerhin. So, Sandwich, so eine Puppe, Bloxy Cola. Oh, hier gibt's so viel Zeug. Ach ja, so genießt man's Leben. Carpet. Danke, Bruder. Nice. Ich will hoch zu dem Typen da. Aber ich weiß nicht, wie ich da hochkomme, weil ich kann hier irgendwie nicht klettern. Doch, jetzt, jetzt. Ah, hallo. Hallo, mein Freund. Ich kann ihn zwar anklicken, aber irgendwie passiert nichts. Hallo. Ich weiß, du bist ein bisschen eingefroren, aber komm, ich versuche dich rauszuholen.
please. Gibt's irgendwas, wie ich ihn rausholen kann? Gibt's hier irgendwelche Items, die ich noch aufheben kann? Oder ist das alles nur Deko? Kann ich mit allem nichts machen? Minus 100 Grad Celsius? Oh, ich habe eine ganz böse Vermutung gerade. Ja, ich habe eine ganz böse Vermutung. So, ich habe mir jetzt alles angeguckt. Ich kann nirgends was machen. Ich hoffe, ich komme wieder raus. This is a poster. It's locked. Nein, warum? Freezer. Ich bin tot. Ich versuch's nochmal. Komm, ich versuche jetzt zu speedrun. Nee, jetzt bringt mir safe nicht schnell zu sein. Der will mich nur verarschen. Ich hole jetzt genug Geld mit, um mir ein Ei zu holen. Dann mache ich das Ei fertig. Und den Orange Juice, den klaue ich einfach. Ja, den klaue ich einfach. Was will der tun? Der blöde Kassierer. Hätte eh keine Ahnung. Ja, ja, schön für dich. So, ich nehme jetzt die Eier hier. Ich beeile mich ja schon. Hallo, Ei. Ja, komm, lass mich jetzt nochmal. Ja, ich will das Ei kaufen für 25. $25, gar kein Problem. Das ist mein Jam. Absolut. Thanks. Okay, was ist eigentlich, wenn ich das Ei in die Hand nehme? Oh, den Orange Juice ins Inventar? Nee, kann ich nicht. Okay, dann muss ich mich beeilen. Ich will das perfekte Mahl haben. So, das Ei kommt schon mal auf den Herd. So, das Ei kocht. Währenddessen hole ich jetzt schon mal den Orangensaft. Meint ihr, man kocht so? Man packt einfach das Ei auf den Herd und dann wird's fertig? Bestimmt. Warum ist hier draußen kein Schnee mehr? Entschuldigung? Welches Jahr haben wir? Ach egal, ich nehme einfach den Orangensaft mit. Hey Buddy. Hey, na? Ich habe nicht gestohlen. Wirklich nicht. Aber ich habe nicht genug Geld. Okay, alles gut. Wir kriegen das schon hin. Wir versuchen uns erstmal nur das Ei zu holen. Hey, das Auto hier habe ich vorhin gar nicht gesehen. Aber hier ist schon wieder kein Schnee. Hey, warum war hier vorhin Schnee und jetzt nicht mehr? Ist das immer random, ob draußen Schnee ist? Wahrscheinlich. Okay, Bruder. Kann ich eigentlich jetzt in den Freezer gehen? Alles klar. Ich kaufe. So, wir kochen uns einfach nur das Ei. Danach will ich noch die Sachen mit Zahnpasta ausprobieren. So, jetzt kochen wir einmal. Ah. Wann ist das Ei fertig? Ist das Ei jetzt fertig? Please? Please, fertig? Hallo? Ich kann doch das Ei jetzt nicht einfach so vom Herd runternehmen. Das ist doch jetzt heiß. Oh, es ist fertig. Ha, guckt Egg auf den Teller. Aber wie soll ich denn jetzt Orangensaft bekommen? Wo kriege ich denn Orangensaft her? Aber wie mache ich aus der Orange Orangensaft? Das ist doch gar nicht möglich, oder? Komm, wir versuchen es einfach mit der Bloxy-Cola. Ist doch gut genug. Yeah! Das fast perfekte Frühstück. Almost breakfast. Ja, Mann! Ja, wie soll ich denn an Orangensaft rankommen? Der Typ macht da eine Pause. Ich werde jetzt noch einmal mir Orangensaft holen bei dem Dude. Und dann werde ich den Orangensaft zusammen mit der Zahnpasta konsumieren. Boah, ich habe irgendwie voll Spaß dabei, die ganzen verschiedenen Szenarien hier durchzugehen. Nehmen wir nochmal zum Shop hin. So, genug Geld aufgesammelt. Guten Tag, Sir. So, hier geben wir jetzt... Hier stellen wir jetzt das Ding hin. Sprechen einmal mit dir. Ja, will ich... Warte, hier steht Time left until break. Es gibt wirklich... Das war kein Zufall. Oh mein Gott, dann müssen wir auch nochmal das perfekte Frühstück ausprobieren. Dann habe ich wirklich einfach nur zu lange gebraucht. Oh Mensch, warum sagt das keiner? Naja, egal. Wir haben jetzt einen Orangensaft. Wir gehen jetzt einmal Hallo sagen zu Papa. Hallo Papa. Wir trinken jetzt den Orangensaft. Ah, nehmen jetzt die Zahnpasta und essen die Zahnpasta. Ah, oh? Guten Tag, Dummy. Wait, you're here? Welcome, Roblox Conny. Bruder, warum bist du so ein Dummy? Very painful to taste. Okay. Anyway. Alles klar. Und kann ich aus diesem State wieder raus? Meinetwegen, wer bist du? Erzähl mir mal, wer du bist. My name is Dummy. Ja, ich weiß, dass dein Name Dummy ist, aber keine Ahnung. Thanks, you can do this game. Okay, wenn du... Meinetwegen, red weiter. Okay. Ultra Death. Also Orangensaft und Zahnpasta darf man nicht konsumieren, außer es ist in einem Videospiel. Wir haben jetzt den Ultratod gestorben. Es gibt noch zwei weitere Endings. Und danach soll ich nochmal zu ihm kommen, hat er gesagt. Aber das Video hier, das dauert jetzt auch schon lang genug. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Wenn ihr die anderen beiden Endings und dann auch noch sehen wollt, was der Dummy uns zu sagen hat, wenn man alle Endings hat, dann abonniert meinen Kanal und schreibt es mir in die Kommentare. Dann werde ich noch ein zweites Video hierzu machen. Jetzt reicht es aber erstmal mit dem Video. Bis dann und ciao!